Und wir behalten das natürlich im Auge, können aber festhalten, er ist nicht der Einzige, den dieses Schicksal ereilt hat. Zum Beispiel Johan Giroud vom HSV. Gisdol nahm ihm die Binde weg. Er spielt jetzt mittlerweile in der Türkei, sein Nachfolger Sakai. Und dann, das war damals schon fast Majestätsbeleidigung 2011, Lukas Podolski wurde nach nur 6 Monaten seines Amtes enthoben vom neuen Trainer Ståle Solbakken. Und auch bei der Hertha gab es vor einem Jahr einen Wechsel an der Kapitänsbinde. Fabian Lustenberger ist es nicht mehr. Pal Dardai bestimmte Vedat Ibisevic als neuen Kapitän der Mannschaft.